Insider des Tages. Ja, und wir sind beim letzten Insider zur Causa Landbauer angelangt an diesem politisch so spannenden und langen Tag. Und der letzte Insider ist die Insiderin schlechthin, die wahre Insiderin, die Österreich-Insiderin, Isabel Daniel. Isabel, willkommen in der Sendung. Das war ein Paukenschlag heute. Man hat zwar damit gerechnet irgendwie, aber dass der alles hinschmeißt, zuerst den Landesrat, dann den Clubobmann, dann alle Funktionen und am Schluss auch noch eigentlich seine FPÖ-Mitgliedschaft im weitesten Sinn, ist gewaltig, oder? Ja, und damit haben wir alle nicht gerechnet, weil das ist doch eine Dimension, die für die österreichische Rücktrittskultur untypisch ist, dass er wirklich alles niedergelegt hat und sich im Moment einmal komplett aus der Politik zurückzieht. Gibt natürlich jetzt auch dieser Regierung Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache wieder ein bisschen Luft zum Atmen, weil diese ganze Nazi-Lied-Affäre hat ja diese Regierung jetzt seit 10 Tagen wirklich nur überschattet. Man muss ja dazu sagen, ein bisschen ein Anteil an diesem Rückzug wird sicher auch ein persönlicher vom Udo Landbauer sein, dem ist das alles zu viel geworden, oder? Der ist nervlich an dem Ganzen fast zerbrochen in den letzten 2 bis 3 Tagen. Also von dem, er war ja am Anfang noch ein echter Rembo, ich kann mich nur erinnern, wie ich ihn vor 1,5 Wochen zu dem Ganzen zum ersten Mal interviewt habe, da wollte er von allem nichts wissen. Er hat gesagt, Medienhetze, ja. Falter, weil er keine Inserate bekommen hat, der Falter und das Profil und so weiter. Und dann ist es doch von Tag auf Tag immer heftiger geworden und die letzten 2 Tage war der mit den Nerven eigentlich am Ende, oder? Also ich glaube, den Ausschlag hat gegeben, weil natürlich es gab einen immensen Druck, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen Rücktritt gefordert hat, die Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die gesagt hat, mit ihm arbeite ich in der Regierung nicht zusammen, der versucht, die Germania, also seine ehemalige Burschenschaft, aufzulösen vom Sebastian Kurz und dem Heinz-Christian Strache. Von dem, was ich gehört habe, hat aber den Ausschlag für den Rücktritt dann doch der Heinz-Christian Strache gegeben, der dann nämlich gesagt hat, naja, es ist so, dass er nicht nur nicht Landesrat werden kann, weil das war eigentlich seit Sonntag klar, er möchte eigentlich auch nicht, dass er Clubchef wird, sondern dass er einfach Stadtrat bleibt und Landtagsabgeordneter. Und das dürfte dann das Ganze... Daraufhin hat er dann hingehaut. Genau, ne? Ja. Genau. Wobei man sagen muss, dass der Strache in diesem Fall ja auch einem gewissen Druck ausgesetzt Absolut. War, nämlich vom Kanzler himself. Mhm. Man muss ja dazu sagen, diese Regierung hat ja ein großes Ziel, sie will nicht ins rechte Eck gedrängt werden. Und die hat das ja vor Weihnachten oder nach Weihnachten, vor Silvester ganz gut gestartet, ganz sanft, ganz staatmännisch, pro-europäisch, keine Rede von Antisemitismus, allem abgeschworen, Rechtsextremismus abgeschworen, Antisemitismus. War natürlich klar, alle Medien dieser Welt warten nur auf das erste Nazi-Fettnäpfchen. Zack, da war's und schon ging's los und schon war die Regierung im rechten Nazi-Eck. Ja, ich meine, sind die gesamten internationalen Medien sind auch voll mit wörtlich jetzt braune Schatten über dem Land. Ja, natürlich ist das für so eine junge Regierung alles andere als angenehm, aber es ist natürlich selbst verschuldet, weil diese Germania mit diesem untragbaren Lied das Holocaust-Opfer verhöhnt. Aber deswegen haben ja auch beide Herren gemerkt, da müssen sie diesmal schon hart durchgreifen und nur mit besänftigen oder nur mit, das ist eine Medien. Die Initiative ist von Kurz ausgegangen, muss man sagen. Ja, bereits am Montag, ne? Ja, natürlich. Der Sebastian Kurz hat auch gemerkt, ich meine, so geht's nicht und hat klar versucht, auf den Heinz-Christian Strache einzuwirken, der ja schon am Freitag beim Burschenschafterball, beim sogenannten Akademikerball ja auch gesagt hat, bei uns soll es keine Antisemiten geben und wem es nicht passt, der soll aufstehen und gehen. Aber man muss dazu sagen, es ist jetzt ein lobenswerter Schritt von Heinz-Christian Strache. Erstens, dass er diese Worte gefunden hat. Der hat ganz schnell nachgegeben. Das ist ja auch was ganz Neues für den HC Strache. Das war ja bis jetzt eher ein politischer Sturkopf. Also HC Strache vor 1, 2 Jahren hätte da ja niemals nachgegeben. Niemals. Der hätte sich vorher schlachten lassen. Ja. Aber jetzt hat er ja binnen eines Tages eigentlich gestern diese Kurzaktion Ministerrat, Kickl soll das untersuchen und heute gibt der HC Strache schon nach und der Landbauer tritt zurück. Ja, er hätte früher nicht so nachgegeben. Du hast jetzt aber den Herbert Kickl angesprochen, der ja einer der wenigen im FPÖ-Führungsteam ist, der kein Burschenschafter ist, der schon seit Jahren auf den Heinz-Christian Strache einredet, die Macht der Burschenschaften ein bisschen zurückzudrängen. Aber man muss schon sagen, dem Heinz-Christian Strache droht da eine enorme Bewährungsprobe,
Weil in der FPÖ sind einfach verdammt viele schlagende Burschenschafter. Genau, das wollte ich dich fragen. Du hast heute in Österreich eine große Geschichte. Da hast du aufgezählt, wie viele FPÖler in Burschenschaften sind. Ich meine, die Geschichte nimmt ja fast kein Ende. Die zieht sich da über die Spalte. Und du hättest wahrscheinlich noch zwei weitere Seiten füllen können. Das heißt, HC Strache ist in der Vandalia, Gudenus ist in der Vandalia, Graf ist in der Olympia. Viele sagen, die Olympia ist ärger als die Germania, die Vandalia ist auch nicht viel harmloser. Stimmt das so? Ja, also ich habe auch heute mit dem Hans-Henning Schaas auch telefoniert, der ja ein Buch über die Burschenschaft auch geschrieben hat. Er sieht die alle ziemlich im Wiederbetätigungseck, vor allem die Olympia, die er als gefährlichste Burschenschaft ansieht. Es sind mehrere in der Olympia. Es ist auch der Harald Stephan, ein FPÖ-Abgeordneter und enger Wegbegleiter von Heinz-Christian Strache. Der Martin Graf, der ja sein Comeback gefeiert hat, ist in der Olympia. Mehrere Mitarbeiter, die jetzt in Kabinetten sitzen, sind bei der Olympia. Du hast 5 von 6 FPÖ-Chefs, also inklusive Strache, sind Burschenschafter. Der einzige im Führungsteam, der kein Burschenschafter ist, ist der Herbert Kickl. Und du meinst, es wird jetzt auch eine Bewährungsprobe für den HC Strache kommen. Der Ewald Stadler hat es ja schon gesagt. Der hat gesagt, die Burschenschaft der Basis wird sich das nicht gefallen lassen. Die kochen. Also ich glaube das auch. Ich habe gestern auch schon mit einem von denen geredet. Die finden das alles andere als gut. Die sehen das, die nennen das wörtlich einen Verrat an der Sache. Und ich glaube, sie lassen ihm jetzt ein bisschen Luft noch, weil Regierung erst ein paar Wochen im Amt und sie wollen da nichts sprengen. Aber sie haben ihn ganz genau unter Beobachtung. Und wenn man sich auch die Reaktionen anschaut, die er mit einem eigentlich ganz normalen Posting zum Holocaust-Gedenktag am Samstag auf Facebook, was er da für einen Shitstorm geerntet hat als erste Reaktion von einer gewissen Fanbasis. Ja. Aber es wird ganz, ganz spannend, zum Schluss dieses Insiders die Frage, wird es dem HC Strache wirklich gelingen, sein neues Lebenswerk, weil das ist ja seine neue Lebenseinstellung, zu schaffen, die FPÖ von einer Partei vom rechten Eck in die Mitte zu führen? Denn er will ja der bessere Kurz werden. Er will ja der nächste Kanzler werden. Er will ja der Kanzler der Mitte werden, in Wahrheit. Also ich glaube schon, dass der Heinz-Christian Strache es jetzt ernst meint, dass er sich von diesen Schatten lösen will. Das hatte auch der Jörg Haider seinerzeit probiert. Da kamen dann immer wieder zwar Sachen hoch, aber er hat es versucht. Es wird extrem hart werden, weil eben die Mehrheit der FPÖ derzeit genau von diesen Leuten kontrolliert wird. Und es ist ihm viel Glück dabei zu wünschen, das zu schaffen. Der Rücktritt von Landbauer zeigt ja auch, es beginnt der Kampf um die Mitte, Kurz gegen Strache. Wer wird die Mitte gewinnen? Wer wird im Endeffekt gewinnen? Wer wird dann der nächste Kanzler werden in 4 Jahren? Strache oder Kurz? Es kann auch ein Dritter werden, Vorsicht, das wissen wir jetzt noch nicht. Sagen wir mal jetzt nicht. In dieser Ausgangssituation. Also die Ausgangssituation ist immer noch für den Sebastian Kurz besser als für den Heinz-Christian. Aber Strache hat sich wieder zurückgekämpft heute, ne? Er hat sich ein bisschen zurückgekämpft, es ist lobenswert, aber es sitzen tickende Zeitbomben. Ist aber psychosomatisch zusammengebrochen und schaut uns jetzt mit Grippe aus dem Bett zu, nehme ich an. Er ist so wie viele Österreicher offenbar grippig und er liegt tatsächlich zu Hause da nieder. Genau. Isabel Daniel, danke vielmals fürs Vorbeikommen. Das war also die letzte Analyse unter diesen vielen Analysen, die wir heute hatten, zur Causa Udo Landbauer. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht es nicht mehr um den Kopf von Udo Landbauer, sondern zerschmettern wir auf dem Kopf eines Shaolin-Mönchs eine Eisenstange. Das sollten Sie unbedingt sehen. Bis dann.